Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter. So, heute geht's gegen Napoli, Leute, ums Viertelfinale zu schaffen, Leute, um ins Viertelfinale zu kommen. Wir wollen ins Viertelfinale der Champions League, Leute. Das ist unser Ziel. Champions League Viertelfinale ist unser Ziel, Leute. Champions League Viertelfinale ist unser Ziel. Das heißt, gewinnen wir heute, machen wir heute ein. Jetzt müssen wir noch mit zwei Schüsse es gut hinkriegen. Und ja. Haben es geschafft und jetzt machen wir noch eine schöne Pressekonferenz. Das Team ist halt nicht 100% nicht sehr zufrieden, Leute. Ist halt nicht zufrieden, die Mannschaft. Ja, Kingsley Coman ist zurzeit ein bisschen. Nee, grundsätzlich eben nicht so stark will. Genau, ich will meine Taktik vor. Auf einen spielen wir so wie gegen Hoffenheim wieder. So wie in Hoffenheim ruhig, sachlich spielen. Ja, ruhig spielen und einfach immer nach vorne spielen und gucken, wie wir es hinkriegen. Und schönes Spiel gegen Napoli. Kein Spieler soll sich verletzen, Leute. Das ist unser Zielspiel. Verletzungen soll keiner geben. Das ist so unser Ziel, Leute. Das ist wichtig, dass sich keiner verletzt. Somit wird Upamecano kriegt eine Pause. Dann kriegt eine Pause, dafür nehmen wir ihn mit und Müller wird rauskommen und dafür nehmen wir Schwartes raus. Würde ich sagen, nehmen wir ihn mit. Martell ist ja der Stürmer, so ein paar. Und jetzt ruhig, einfach das Spiel schön ruhig nach Hause bringen. Leute. Das ist jetzt, wie ich nach Hause bringe. Das ist unser Wichtiges, das Spiel nach Hause bringen, Leute. Und fürs Viertelfinale safen. Das Viertelfinale ist ruhig nach Hause bringen. Dass wir ins Viertelfinale kommen und dann sehen wir unser Ge nächsten Gegner. Dann sehen wir das Viertelfinalgegner. So machen wir. Dann sehen wir uns das Viertelfinalgegner. Und dann schauen wir einmal. Und Neuer will erwägt aufzuhören, okay.
Oh, es sieht aber wieder so aus, nach Napoli wieder das Spiel in der ersten Hälfte wieder an übernehmen will. Napoli will die erste Hälfte wieder dominieren, Leute. So wie im Rückhinspiel. Wieso alle Napoli macht's wieder wie im Hinspiel, Leute. Erste Hälfte dominieren sie wieder. Und was macht die Hand da oben, Kane, Alter? Warum macht er oben die Hand? Okay, komisch, war irgendwie komisch, oh mein Gott. Ja, Bums. Voila, hat er den reingeballert, den Tor, den Ball. Ecke war richtig, nur war nicht nach oben. Ne? Na, jetzt heißt es halt Ruhe ins Spiel. Alle war kein halt. Ja, viel konnte man da nicht machen, leider nicht mehr. Gott mal nicht viel. Voilà, Mann. Die erste Hälfte läuft so wie im Hinspiel. Oh Mann, so lang gebraucht, um anzunehmen und weiterzuspielen, Leute. Bis nochmal war er schon wieder weggeballt. War der Ball schon weg? Ah Mann, heute läuft ja auch so mega gut. Die erste Hälfte wie in Neapel, Leute. Nur diesmal hat Neapel schon die erste Hälfte ein Tor geschossen. Und nur wenn immer.
Oh Mann, oh Mann. Na, da war er macht ein Sieben. Oh, Elfen. Und jetzt dieses Tor muss jetzt her, Leute. Ein schönes Tor, Leute. Und halt noch hin. Wichtiges Tor war, das könnte jetzt ein sehr wichtiges Tor werden für Kane, Leute, und für unser Team, Leute. Das ist jetzt ein sehr, ein wichtiges Tor. Vielleicht schon ein Tor für das Viertelfinale, Leute. Fürs Einzug ins Viertelfinale, Leute. Das könnte schon fürs Viertelfinale reichen, Leute, vielleicht. Das könnte schon vielleicht fürs Viertelfinale reichen, Leute, dieses Tor. Das Tor könnte. Dieses Tor könnte schon das Halbviertelfinale aufmachen für den FCB. Das könnte jetzt schon das Viertelfinale erreichen, aber aller Kick. So muss der Lack kriegt da eine Pause wieder eine. Oh, was so. Muss der Lack kriegt da eine Pause. Weil jetzt sind da wichtige Spiele noch für unser Team. Und jede Minute, die jetzt. Und jetzt auch ein bisschen auch Zeit, schon ein bisschen Zeit lassen wir auch ein bisschen laufen, Leute, von beiden. Wow. Abseits. Und jede Minute laufen lasse ich Zeit.
Ein drittes, ein zweites Dorf wäre hier heute, wäre wenn. Ein zweites Dorf wäre hier in dem Spiel vielleicht nicht unschlecht. Ah, leider war abseits, aber macht nichts. Abseits, aber in Ordnung. Ist halt bei dem muss. Und jetzt wird halt weiter ruhig. Kann Münch dieses Spiel nach Hause durchspielen mit 15. Ein zweites Tor hier in dem Spiel ein zweites Tor wäre vielleicht nicht schlecht. Ein zweites Tor wäre vielleicht nicht schlecht. Alter, aber wie der Torhüter hält Napoli ins Spiel noch, Leute. Alter, oh Mann. Junge, jetzt. Das zweite Tor ist langsam werden verdient für den FCB, Leute. Das zweite Tor für den FCB ist immer mehr. Die Arbeit arbeiten sich jetzt hier. Sich hier eins, eigentlich hätten sie hier das zweite Tor. Bayern hat sich das zweite Tor eigentlich schon längst verdient, Leute, das 2-1 eigentlich. Das 2-1 steht Napoli. Ja, und jetzt hat Bayern das verdiente zweite Tor gemacht. Und es sieht danach aus, dass der FCB im Viertelfinale der Champions League weit kommen kann. Oh. Im Viertelfinale kommt. Dass der FCB im Viertelfinale der Champions League kommt. Boah. Nach der FCB in die Viertelfinale sich schießt. Mit diesem Tor hat Bayern sich wahrscheinlich im Viertelfinale der Champions League geballert. Okay, oh, wir können nicht mehr wechseln, Leute. Okay, wir können nicht mehr wechseln. Wir können nicht mehr wechseln, leider. Aber ich verstehe nicht, der Gemini. Und jetzt wird auch ein bisschen Ding ein bisschen auf Zeit gespielt, was.
Und für Napoli ist heute, wird's heute Schluss sein, Mann. Für Napoli wird's sein. Für Napoli ist heute, wird's heute Schluss sein. Oh Mann, Leute, verballern die sich einen höheren Sieg, Leute. Heute Ball verballern sich Bayern einen höheren Sieg, Leute. Aber egal, Bayern ist im Viertelfinale ist der Champions League leider. Und Neapel hat zwei Halbzeiten gut gespielt, aber leider nur zweimal. Nur zweimal die erste Hälfte. Und halt leider nur zwei Tore geschossen statt Bayern. Vier und zweimal heute. Napoli raus, Bayern Viertelfinale. Unterweg wegen der Champions League bleibt weiter offen für den FC Wiener. Im weiter bleibt der Die reisen in der Champions League weiter. Und so mehr, die Champions League bleibt, weil. So, jetzt noch eine schöne Pressekonferenz. Oh, ja. Aber jetzt wird es halt schwer. Schaff, wie weit. Oh, okay. Okay, Liverpool ist weiter. Oh, Madrid ist weiter. Inter ist weiter. Juve ist weiter. Okay. Ne, Man City ist weiter, entschuldige, Man City ist weiter. Und hier hat, wo sind Paris, und alter Junge, Madrid ist raus, Leute, Madrid ist raus. Alter, wow, die Hände raus. Wow. Junge, Junge, was für ein Sieg, Leute. Madrid ist aus dem Achtelfinale raus. Na, guck mal. Ah, wir hätten einfach erstens nicht viel. Egal, das Spiel ist entschieden, wir müssen ins nächste Spiel und in der Bundesliga weiter wieder uns rehabilitieren in der Bundesliga, Leute. Wir müssen die Mannschaft in der Bundesliga wieder dran halten. Aber es müssen wir halt in Champions League sind wir jetzt weiter. Jetzt warten wir auf unseren Gegner in der Champions League. Und das ist das Wichtigste. Oh, jetzt müssen wir wieder Nationalspiel. Okay, mit Süle, Schlotterbeck, Mats Hummels. Hoffmann, dafür nehmen wir ihn mit. Oh, bei den Stürmer ist halt das Problem. Ja, bei den Stürmer ist halt das Problem. Es gibt keine. Oh, die zwei sind bei 80. Eigentlich gibt es keine besseren Spiele. Und jetzt müssen wir halt weiter gegen die Bremer spielen, Leute. Und jetzt müssen wir schauen, ne?
Nationalspieler, oh, okay, Kim, oh, ich gehe ein paar Spiele Upamecano. Bisschen Geld haben wir auch wieder gewonnen. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Bremen werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.